Hier stellen wir Ihnen vor, wie Sie reagieren können, wenn sich Ihr Kind schlecht benommen hat. Statt wütend zu werden und zu schreien, versuchen Sie die Folgen, die Konsequenzen Ihres negativen Verhaltens zu erklären. Das hilft Ihrem Kind oder Teenager, Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen und ist eine wirksame Methode, um Disziplin zu vermitteln. Hier sind 4 Tipps, wie Sie die Konsequenzen effektiv nutzen können. Geben Sie Ihrem Kind die Möglichkeit, Ihren Anweisungen zu folgen, bevor Sie ihm die Konsequenz mitteilen. Erklären Sie die Konsequenz klar und ruhig, damit Ihr Kind sie versteht. Wenn sich Ihr Kind immer noch schlecht benimmt, ziehen Sie die Konsequenz auch wirklich durch. Die Konsequenz könnte zum Beispiel sein, kein Eis zu essen oder für Ihren Teenager einen Tag ohne das Handy zu verbringen. Geben Sie Ihrem Kind die Möglichkeit, das Verhalten zu ändern und loben Sie es, wenn es etwas gut macht. Zusammenfassend sollten Konsequenzen so sein. Erstens, realistisch. Berücksichtigen Sie das Alter Ihres Kindes. Zweitens, unmittelbar. Geben Sie Konsequenzen so schnell wie möglich. Drittens, fair. Stellen Sie sicher, dass die Konsequenz nicht zu hart ist. Und viertens, konsequent. Stellen Sie sicher, dass die Konsequenz Sie auch wirklich durchführen, wenn Sie das müssen. Denken Sie daran, dass Konsequenzen Kindern Selbstdisziplin, Unabhängigkeit, Entscheidungsfindung und Verantwortung aufzeigen sollen. Sie helfen Kindern auch zu lernen, dass ihre Handlungen eine Auswirkung auf sie selbst und auf andere Menschen haben. Das ist eine wertvolle Lektion, um sich auf das Leben jenseits der Familie vorzubereiten, sobald Kinder älter werden. Konsequenzen sollten aber als das letzte Mittel eingesetzt werden. Fördern Sie positives Verhalten und stellen Sie dadurch sicher, dass Sie Konsequenzen nicht regelmäßig anwenden müssen.